Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Euronews am Abend. Das sind unsere Themen an diesem Donnerstag. Tarifstreit der Lufthansa mit dem Kabinenpersonal eskaliert. Durch den Streikaufruf der Flugbegleitergewerkschaft UFO sind hunderte Flüge abgesagt worden. Turbulenter Wahlkampfauftakt in Großbritannien. Der Stellvertreter von Labour-Chef Jeremy Corbyn will bei der Parlamentswahl am 12. Dezember nicht antreten. Und verschärfte Einwanderungspolitik in Frankreich zeigt erste Folgen. Polizei räumt illegale Zeltstädte in Saint-Denis im Norden von Paris. Seit Mitternacht streikt das Kabinenpersonal des Lufthansa-Konzerns, zumindest jene Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, die in der Gewerkschaft UFO organisiert sind. Hunderte Flüge mussten deshalb allein heute gestrichen werden. Mittlerweile haben die Konfliktparteien zwar einer Schlichtung zugestimmt, trotzdem soll der Streik auch morgen, wie von UFO geplant, in den zweiten Tag gehen. Dadurch werden erneut die Reisepläne zahlreicher Passagiere durchkreuzt. Im Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft der Flugbegleiter ist die Lufthansa nun doch zu einer Schlichtung bereit. Lufthansa-Chef Carsten Spohr erklärte am Donnerstag, dass man die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern wieder aufnehmen wolle. Die Gewerkschaft UFO stimmte dem Vorschlag zu. Am kommenden Wochenende soll nun gemeinsam über Lösungsvorschläge verhandelt werden. Der am Donnerstag begonnene 48-stündige Streik bei der Lufthansa soll aber wie geplant weitergehen. Es soll aber vorerst keine Ausweitung des Streiks geben. Insgesamt wurden 1.300 Flüge abgesagt, rund 180.000 Passagiere sind betroffen. An den Drehkreuzen der Airline in Frankfurt und München blieb ein Chaos aber aus, da sich viele Passagiere schon vorab über Flugausfälle informiert hatten. UFO fordert für die rund 21.000 Lufthansa-Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen und für Saisonkräfte bessere Chancen auf ein reguläres Anstellungsverhältnis. Zuvor hatte die Fluggesellschaft Tarifverhandlungen mit dem Argument abgelehnt, dass der UFO-Vorstand nicht vertretungsberechtigt sei. Zwei weitere Gewerkschaften, Verdi und die neu gegründete Cabin Union, rangeln ebenfalls darum, für die Flugbegleiter Tarifverträge zu verhandeln. Kaum hat der Wahlkampf in Großbritannien begonnen, gibt es auch gleich einen prominenten Rückzieher. Der stellvertretende Chef der Labour-Partei, Tom Watson, will bei der Parlamentswahl am 12. Dezember nicht antreten. Watson gilt als gemäßigter Gegenpol zu Labour-Parteichef Jeremy Corbyn. Zwischen den beiden Parteigrößen gab es immer wieder offene Meinungsverschiedenheiten. Watson betonte, seine Entscheidung sei persönlich und nicht politisch. Get Brexit done. Lasst uns den Brexit über die Bühne bringen. Das ist das Wahlkampfmotto der britischen konservativen Partei. Obwohl die Konservativen in den Umfragen knapp führen, ist es möglich, dass wieder keine der beiden großen Parteien die absolute Mehrheit erreichen wird. 5 Wochen vor der Parlamentswahl bringt Boris Johnson seine Partei in Stimmung. Wir haben ein Parlament, das gelähmt und blockiert ist. Es ist nicht in der Lage zu verdauen, wie eine Anaconda, die ein Tapir verschluckt hat und die sich weder in die eine noch in die andere Richtung bewegt. Dieses Parlament weigert sich einfach, den Brexit über die Bühne zu bringen. Johnson Tories legten aber gleich einen holprigen Start hin. Der Minister für Wales, Alan Cairns, ist ausgerechnet zum offiziellen Wahlkampfauftakt zurückgetreten. Auch Johnsons Herausforderer, der Altlinke Jeremy Corbyn, stimmte seine Labour-Partei auf den Wahlkampf ein. Gemeinsam können wir etwas Spektakuläres schaffen. Wir können die Hoffnungen der Menschen durch unsere Wahlkampagne in Entschlossenheit verwandeln, damit diese Menschen und die Gemeinden nicht abgehängt werden. Auch Labour hätte auf einen besseren Start hoffen können und muss einen wichtigen Rücktritt verkraften. Der Vizechef der Partei, Tom Watson, will nicht bei der Parlamentswahl am 12. Dezember antreten. Im Vereinigten Königreich wird sich in den kommenden Wochen nun alles um den Wahlkampf drehen. Mit schönen Babybildern, bestimmt auch Schmutzkampagnen und unzähligen Auftritten von Parteipolitikern. Sicher ist, es wird ein kurzer Wahlkampf. Schon am 12. Dezember entscheiden die Briten über ein neues Parlament. Erfolg vor Europäischem Gerichtshof für Europagegner.
Die derzeit von Nigel Farage angeführte Partei der Freiheit und direkten Demokratie war vom Europaparlament wegen Missbrauchs von EU-Geldern im Jahre 2015 zur Rückzahlung von über 170.000 Euro aufgefordert worden. Farage klagte dagegen vor dem EuGH und führte an, seine Partei sei nicht fair und gleich behandelt worden. Die Richter folgten nun dieser Einschätzung. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat den ehemaligen kongolesischen Rebellenchef Bosco Ntaganda wegen Kriegsverbrechen zu 30 Jahren Haft verurteilt. Die Richter befanden den als Terminator bezeichneten einstigen Kriegsherrn in allen Anklagepunkten für schuldig. Sie sehen es als erwiesen an, dass er in den Jahren 2002 und 2003 im Kongo Massaker an Zivilisten verübte. Außerdem sei Ntaganda für die sexuelle Versklavung von Kindern verantwortlich gewesen. Des Weiteren wurde er des Mordes, der Vergewaltigung und des Einsatzes von Kindersoldaten für schuldig befunden. Nach schweren Vorwürfen wegen seines Führungsstils ist der Leiter des UN-Palästinenser-Hilfswerks zurückgetreten. Pierre Krähenbühl habe diese Entscheidung getroffen, nachdem der UN-Generalsekretär beschlossen habe, ihn wegen der Vorwürfe zu suspendieren, so dessen Sprecher Stéphane Dujarric in New York. Dujarric rief die Geldgeber dazu auf, dies nicht zum Anlass zu nehmen, die Mittel zu kürzen. Es ist unerlässlich, dass die Mitgliedstaaten und andere Partner dem Hilfswerk und seinen Angeboten verpflichtet bleiben. Es ist außerdem entscheidend, dass die internationale Gemeinschaft die wichtige Arbeit unterstützt, die die Agentur im Bereich Gesundheit, Bildung und humanitäre Hilfe leistet und die wichtig für die Stabilität in einer instabilen Region ist. Das Palästinenserhilfswerk steht wegen seiner angeschlagenen finanziellen Lage ohnehin unter Druck. 2018 kürzten die USA ihre Zahlungen von 360 auf 60 Millionen Dollar. Zudem hatten die Schweiz, die Niederlande und Belgien ihre finanzielle Unterstützung für das UNRWA nach dem Aufkommen der Vorwürfe gegen Krähenbühl zunächst eingefroren. Der Schweizer soll an schweren ethischen Verstößen beteiligt gewesen sein, wie es in einem internen Untersuchungsbericht vom Sommer heißt. Unter anderem soll er eine Geliebte eingestellt und bevorzugt behandelt haben. Auch andere Führungskräfte sollen sich persönlich unrechtmäßig bereichert und berechtigte Kritik unterdrückt haben. Krähenbühl bestritt die Vorwürfe. Gestern hat der französische Regierungschef Édouard Philippe Maßnahmen verkündet, um den Kurs in der Einwanderungspolitik zu ändern. Heute Morgen griffen die Behörden bereits durch. Im Pariser Vorort Saint-Denis wurden illegale Zeltstädte geräumt. Künftig sollen Asylanträge schneller bearbeitet und in der Folge Asylbewerber zügiger abgeschoben werden. Die französische Polizei hat zwei illegale Migrantenlager im Norden der Hauptstadt Paris geräumt. Unter der Ringautobahn hatten sich hauptsächlich junge Männer aus Schwarzafrika niedergelassen. Die Operation begann um 6 Uhr früh. 600 Polizisten lösten das Lager auf. Etwa 1200 Menschen hier im Camp um die Porte de la Chapelle, meist Männer, aber auch Frauen und Kinder, wurden in Bussen weggefahren. Sie werden zunächst in Turnhallen und Herbergen untergebracht. Nicht alle sind eingestiegen. Gegen 8.30 Uhr kam die Müllabfuhr. Dies ist nicht die erste Operation dieser Art und wird auch nicht die letzte sein. Der Präfekt hat versprochen, noch in diesem Jahr alle Lager in seiner Region in und um Paris aufzulösen. Gestern hatte Regierungschef Édouard Philippe neue Maßnahmen verkündet, um der illegalen Migration Herr zu werden. Die Regierung will ein Gleichgewicht finden aus Menschlichkeit und dem Kampf gegen Sozialbetrug, vor allem dem Betrug im französischen Gesundheitswesen. Je cite l'humanité et la lutte contre la fraude, notamment en matière d'accueil médical. Guillaume Desjardins à Paris pour Euronews. Im Verfahren gegen Lafarge wegen früherer Aktivitäten in Syrien hat die französische Justiz die Vorwürfe der Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit fallen gelassen. Es gibt keine Beweise. Das Gericht hat eingesehen, dass Lafarge mit diesen Verbrechen nichts zu tun hatte. Aus dem Schneider ist der Zementhersteller damit aber nicht. Gegen das Unternehmen wird weiterhin wegen der Finanzierung einer Terrororganisation, in diesem Fall des Islamischen Staates IS, und der Verletzung eines Handelsembargos ermittelt. Außerdem wirft die Justiz Lafarge vor, Menschenleben in Gefahr gebracht zu haben.
Konkret sind 8 Top-Manager des Konzerns angeklagt, unter ihnen auch der Vorstandsvorsitzende. Die Konzernführung hatte zugegeben, Geld an Dritte gezahlt zu haben, um in Syrien weiter produzieren zu können. Einer der Kläger, die Antikorruptionsorganisation Sherpa, hat angekündigt, sie wolle gegen die Entscheidung, die Vorwürfe wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit fallen zu lassen, Berufung einlegen. Es ist das erste Mal, dass in Frankreich ein multinationaler Konzern wegen Terrorismusfinanzierung angeklagt ist. Sie haben gewusst, dass sie Menschen in Gefahr bringen und ein Handelsembargo verletzen. Wir kommen voran in unserem Kampf, damit die großen Konzerne nicht immer straffrei davon kommen. Einen Kampf, den wir seit Jahren führen. Es ist keine kleine Summe, um die es geht. Lafarge soll an die 13 Millionen an diverse Terrorgruppen gezahlt haben. Am 9. November vor 30 Jahren fiel die Mauer. Nicht nur ökonomisch, sondern auch gesellschaftlich hat sich seitdem einiges verändert. Besonders hartnäckig hält sich das Bild der arbeitenden und emanzipierten Ostfrau. Was hat es damit auf sich? Wir haben in Leipzig nachgefragt. Es heißt allgemein, dass die Frauen im Osten wesentlich selbstständiger sind, waren als unsere im Westen. Im Westen waren die gesetzlichen Bestimmungen ja auch eigentlich eine Katastrophe. Ne? Bis 1975 musste die Frau in meiner Heimat, also ich komme aus dem Rheinland, ihren Mann fragen, aber nicht nur im Rheinland natürlich, ob sie arbeiten darf. Natürlich sind ostdeutsche Frauen erfolgreicher als westdeutsche Frauen, da gibt's ja Zahlen zu, aber also bezogen auf Frauen, ich würde sagen, Ostdeutsche haben generell irgendwie Nachteile, nicht speziell die Frauen. Zu DDR-Zeiten stellte für viele Frauen die Vereinbarkeit von Kind und Beruf keinen Widerspruch dar. Möglich gemacht wurde diese Form der Gleichberechtigung von staatlicher Seite. Zum Zeitpunkt des Mauerfalls waren mehr als 90% der Frauen berufstätig. Im Vergleich dazu arbeiteten in Westdeutschland gerade mal knapp die Hälfte der Frauen. Auf der Suche nach Arbeit verließen Menschen aus dem Osten scharenweise ihre Heimat gen Westdeutschland. Besonders häufig waren darunter Frauen. Sie erwiesen sich als mobiler. Ihnen gelang schneller als den Ostmännern ein Neustart im Westen. Wenn man es wollte und wenn man sich richtig dahinter geklemmt hat, auch die Chance bekommen hat, sich zu profilieren. Aber man musste es wollen. Es wurde nicht von alleine gefördert, wie man es zu DDR-Zeiten kannte. Erfolgreiche Frauen fehlen nun im Osten, vor allem in ländlichen und strukturschwachen Regionen. Viele bemängeln, dass bei der Wiedervereinigung Fehler gemacht wurden. Es sind diese Funktionäre, die nicht wirklich darauf geachtet haben, dass das, was wirklich in der DDR gut war, dass das nicht wegbricht, sondern erhalten bleibt. Sprich, unser Sozialwesen, unser Gesundheitswesen war wesentlich besser, wie es heute ist. Und da kommt der Unmut her und die Unzufriedenheit. Ein Trend, der sich auch in den Wahlergebnissen Ostdeutschlands widerspiegelt. Soweit das Wichtigste von diesem Donnerstag im Überblick. Mit Euronews am Abend sind wir auch morgen wieder für Sie da. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend. Bis morgen. Tschüss.